Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Es ist Montag, eine neue Woche und heute habe ich eine Mini-Verpackung für dich. Diese Woche haben wir den Valentinstag und eigentlich wäre das hier jetzt so eine kleine schöne Geschichte für einen süßen Samstag, aber am Samstag ist ja der Valentinstag schon vorbei, deswegen machen wir das jetzt. Das ist eine mini-kleine Verpackung, die beinhaltet ein Ferrero-Küsschen. Küsschen passt ja sowieso zum Valentinstag und das Ganze in so einer kleinen Herzform. Und da braucht man auch nichts irgendwie festmachen oder so. Das passt so, geht super schnell. Das heißt, das kann man dann einfach zum Frühstück den Liebsten einfach mal auf das Frühstücksbrettchen mitlegen. Und ja, dann hat man den Valentinstag schon irgendwie abgehandelt. Kann man natürlich auch ganz viele machen und vielleicht auch noch irgendwie da vielleicht eine Rolle mit einer kleinen Nachricht hier durchschicken. Gibt es auch wieder verschiedene Sachen. So, was brauchst du? Natürlich sowas hier, sonst funktioniert es nicht. Und dann gar nicht mal viel. Ich habe hier Kussrot genommen und das Designerpapier, ich weiß gerade mal wieder nicht, ich schreibe es unten rein. Und zwar brauchst du einen Farbkartonstreifen in der Größe 12 cm mal 3 cm und zwei Stücke Designerpapier in der Größe 7,5 cm mal 3 cm. Die sind gleich. So, die Idee dazu habe ich von einer Amerikanerin, ich glaube, das ist eine Amerikanerin, von der Brenda. Die hat das vor 2 Jahren gemacht, aber mit so einer anderen Ami-Süßigkeit. Deswegen musste ich das jetzt mal auf die Ferrero-Küsschen irgendwie ummünzen. Aber ich wollte das nur dabei sagen, weil das finde ich wirklich eine süße Idee und ist nicht von mir. Aber ich habe es halt angepasst. So, und diesen Streifen Farbkarton, der wird alle 3 cm gefalzt. Heißt bei 3 cm, bei 6 cm und bei 9 cm. Und die beiden Designerpapierstücke, die werden unterschiedlich, also ich meine, die werden schon gleich von der Zahl gefalzt, aber da ich hier ein Muster drauf habe, muss ich halt einmal von der einen Seite, einmal von der anderen Seite anfangen. Ich fange einmal hier an und zwar bei 1,5 cm, die messe ich wieder nach rechts ab, dann habe ich hier die bessere Anlegefläche. Dann drehe ich es aber um und messe dann 4,5, also 1,5, 4,5. Und das mache ich hier auch, aber hier mache ich jetzt, dass ich diese erste 1,5 auf der gleichen Seite starte, wie hier die 1,5 aufhört. So, also nochmal 1,5. 4,5 und dann ist das schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch zusammenkleben und zwar mit dem Tombow. Das wird einmal durchgefalzt und dann wird das einfach zu einem Dreieck geklebt. Mal so, so. Man könnte natürlich theoretisch hier jetzt ein Stück weglassen, also wenn du das mit einem Reststück machen willst und du hast jetzt da keine 12 cm, sondern nur noch 11, geht das auch. Aber ich finde das eigentlich schöner, wenn es komplett überlappt, dann hat man so, ja, so keine Kante, die da irgendwie überstößt. Dann einfach halt den Tombow hier aufbringen und das Ganze erstmal zu einem Dreieck kleben und kurz zur Seite tun. So. Die werden auch beide erstmal so gefaltet. Und jetzt wird das mittlere Stück, dieses und dieses, das wird mit dem Falzbein einfach gerundet. Der Rest nicht. Ich meine, wenn du da drüber ziehst, über diese Falzen, ist das auch nicht schlimm. Aber im Prinzip braucht nur das gerundet werden. Das ist dann von dem Herz hier oben, dieser Teil. So, es ist also wirklich eine ganz fixe Sache. Jetzt ist der ganze Zauber schon passiert und jetzt wird das Herz oder das Herz um das Dreieck drumherum geklebt. Und zwar, wenn ich das so habe, werden diese 1,5 cm breiten Stücke, die werden aufgeklebt. Und dann wird bei der nächsten Falz, wo dann halt diese Rundung aufhört, die wird an die Außenseite des Dreiecks geklebt. So. Ja, also gar nicht so schwierig. Mache ich jetzt mal. Da
bei beiden und ich glaube, das ist ein relativ schnelles Video, deswegen lasse ich das auch einfach mal mit dem Schnelldurchgang. So, das wird beim Ansetzen hier an der Kante bündig angesetzt und dann einmal kurz festgedrückt. Dann wird der untere Teil mit Kleber benetzt und dann unten an der Dreieckskante bündig angesetzt. Ja, einfach hier mal ausrichten und schön bis hier oben an die Kante, die ja gleichzeitig die Falz des Designerpapiers ist, dann festdrücken. So, jetzt habe ich schon das halbe Herz. Jetzt mache ich das mit der anderen Seite auch nochmal. So. Auch wieder hier, kann man nicht so schlecht sehen wahrscheinlich, hier an der Kante des Dreiecks anbringen. Kurzen Moment festhalten, dass der Tombow anziehen kann. Dann das letzte, das untere Drittel mit Kleber benetzen und unten bündig bei dem Dreieck aufkleben und schauen, dass man hier mit der Kante des Dreiecks und der Falz des Designerpapiers übereinkommt. So, wenn man das hat, ist das ganze Herz schon fertig. Bevor man jetzt das Ferrero-Küsschen da reintut, kann man ja noch mal einen Moment warten, damit der Kleber auch wirklich angezogen ist. Und wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwie was nicht so ganz dran ist, dann kann man das hier auch noch mal da ein bisschen festdrücken, muss man aber nicht. So, und dann kommt das Ferrero-Küsschen und siehe da, plepp, da ist es drin. Und das hält so auch ganz gut. Ich meine, wenn man jetzt natürlich feste hin und her schüttelt, dann geht es sicherlich raus. Aber so hält es eigentlich ganz gut. So, das war ein super schneller Montag, aber es ist ja auch nicht mehr so viel Zeit bis zum Valentinstag und deswegen wollte ich das einfach heute dann nochmal zeigen. So, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ja, lass mir ein Like da oder abonniere meinen Kanal. Es gibt diesmal kein PDF, weil die Maße, und das ist so super schnell, so super einfach. Ich habe die Maße alle dazu geschrieben. Ich glaube, da kommst du auch so klar. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss! Ach, da war doch noch was.